Servus Leute und willkommen zurück zu Big Pharma. Ja, letzte Folge haben wir ja... Ach ja, ich mache immer einen Screenshot hier unten, bitte nicht wundern, dass meine Taste liegt ja auf dem Screenshot. Könnte ich mich mal umstellen. Nicht, dass ich ständig hier einen Screenshot mache, meine Festplatte zu Müll. Kann man das überhaupt? Scheint nicht so. Na gut, ist ja egal. Dann mache ich halt einen Screenshot, macht auch nichts. Ist ja nicht so, dass ein Bild jetzt gleich 300 GB groß wäre. Wäre ein bisschen schlecht. Gut. Haben wir unser drittes Medikament, das uns jetzt ein bisschen Geld bringt, hoffentlich. Wir können auch hier reinschauen, was uns das bringt. Genau, plus 80 momentan. Wir sehen ja auch immer, was hier die Kosten sind für das Zeug. Wir sollten vielleicht mal schauen. Wir haben einen Punkt. Was haben wir denn momentan am meisten? Ich glaube, Agglomeratoren, ne? Ist auch relativ egal, weil im Endeffekt haben wir alles recht ausgewogen. Meistens. Gut. Oh Gott. Okay. Dank Sexualkundeunterricht in den Schulen brauchen die Leute jetzt mehr Medikamente gegen Warzen, Genitalbereich. Finde ich auch gut. Ich muss das immer erst ein bisschen übersetzen. Also bei medizinischen Begriffen kenne ich mich null aus im Englischen, das ist etwas problematisch hier. Gut, dann könnten wir mal schauen, dass wir eins unserer alten Medikamente upgraden, bis der Kandidat hier fertig ist. Was wird sich denn am meisten lohnen? Das haben wir eh schon auf das Elevates Insomnia. Das können wir noch nicht weiter upgraden. Das können wir recht einfach upgraden. Wird sich auch lohnen. Hätte auch eine relativ gute Nachfrage. Heißt, wir werden mal unseren Painkiller upgraden. Jetzt musste ich nur gerade wissen, wo der rauskommt. Ich glaube, das war der hier, ne? Okay, pausieren wir mal und dann schauen wir mal. Was bräuchten wir, um den abzugraden? Increases Concentration by 1. Wir kriegen den rein mit Konzentration 3. Um abzugraden, müssen wir auf 10 kommen. Das heißt, wir müssen um 4 nach oben. Mindestens. Das heißt, wir bauen mal, wir tauschen mal einen dieser Teile hier durch einen Agglomerator aus, was jetzt natürlich praktischerweise nicht funktioniert. Ja, ich bin blöd. Tut mir leid. So, schauen wir mal. Echt, mein, ich bin voll chaotisch heute schon wieder. Gut, es ist jetzt etwas doof hier hinten zu bauen, aber gut, geht irgendwie. Das können wir ja, oh, das können wir perfekt hier hinstellen, das passt. Super, dann müssen wir nur die Verbindung kappen, weil sonst wird das hier produziert und das wollen wir ja nicht. Weil das bringt uns recht wenig, wenn wir ein nutzloses Medikament produzieren. Gut, hier hinten müssten wir jetzt ein upgradebares. Genau, Evaporator brauchen wir nochmal. Hätte ich den anderen gar nicht verkaufen brauchen, war irgendwie wieder Schwachsinn. Aber gut, zu spät, würde ich sagen. Hauen wir die mal hier hin. Und dann schauen wir mal, wo wir hin müssen mit der Konzentration, damit das funktioniert. Okay, Isis Migraine. Ach, ist schon aktiv, super. Wir könnten es nach unten bringen, dass das Nausea weg ist. Da müssten wir es um... Moment. Einfach 3 nach unten bringen. Ein Ionizer dazu. Ionizer. Gut, das passt sogar. Und dann drehen wir euch einfach ein Stückchen. So, drehen wir euch einfach mal hin. Ja, ich hasse das, dass das so... dass das diese Kreuzungen automatisch baut. Gut, haben wir das. Können wir das irgendwie noch effizienter bauen? Ich glaube nicht, oder? Können wir? Nein, ich denke nicht, dass das effizienter geht. Ja, ist ein bisschen blöd, weil wir hinten so viel Platz verschwenden. Könnten wir vielleicht hier... Ja, ist doof, das geht nicht wirklich anders. Ja, ist egal. Moment, dann haben wir den Platz ja noch. Gut, das heißt, wir produzieren jetzt dann... theoretisch, wenn alles funktioniert... ein easyes Migräne-Mittel, das keine Nebenwirkungen hat. Also Migräne-Mittel ist immer gut. Es hat keine Nebenwirkungen, ist noch besser. Gut, Unlocks Multimixer. Bin ich jetzt Pause? Ich würde gern Pause machen, danke. Gut, den Shaker machen wir noch gleich hinten her, hinten nach. Sollte mal analysen. Ingredient haben wir jetzt, also eine neue Zutat. Und unser Migräne-Bane ist da. Gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Hoffentlich bringt es Geld. Unseren Painkiller können wir dann aus dem Sortiment nehmen, weil wir den ja eh nicht mehr produzieren. Die anderen haben schon C-Plus-Rating. Jetzt der B ist im Insomnia. Das hat auch keine Nebenwirkungen. Insofern haben wir relativ Glück sogar. Das hat Nebenwirkungen. Das heißt, wir werden das bald mal upgraden. Gut, was ist das? Calms Acid Reflux. Was können wir denn da groß schröpfen? Nicht allzu viel Geld, fürchte ich. Aber es wäre, wenn wir es upgraden, relativ gut. Mit welcher Konzentration kriegen wir das denn rein? Mit 14. Wir müssen es um 2 upgraden. Das ist doch perfekt. Also das Teil um 2 upgraden. Durch einen Evaporator jagen. Und dann haben wir unser recht wertvolles Mittel. Machen wir das zuerst mal. Gut, wo können wir denn noch raus? Hier. Upgraden, importieren, Entschuldigung, upgraden und Evaporator. Ich will gerne mal den Platz hier hinten nutzen. So, upgraden. Verdammt, Evaporator. So, perfekt. Gut, dann müssten wir hier jetzt unser Mittelchen bekommen. Und wir verdienen Geld. Das ist gut. Wird sich aber gleich wieder ändern, wenn wir die Produktionsstraße haben. So, wo müssen wir hin? Ist aktiv bei 8 bis 12. Wenn wir es ungefähr auf 10 bringen von 18. Ja, wir müssen es, wenn wir es durch 3 Ionisierer jagen, haben wir es auf 9. Dann ist das nicht aktiv und das wäre... Okay, dann passt. 3 Ionizer bitte her. Ionizer, ich kann das Wort nicht aussprechen, tut mir leid. Es ist nicht für Deutsche... deutsche Sprache gebautes Wort. So, dann kommen wir hier unten raus. Und die Pillprinter. Es gibt auch später noch fortgeschrittenere Produktionsmittel, mit denen man dann... Also zum Beispiel gibt es später den Creamer, mit dem kann man dann Cremes herstellen, die die Nebenwirkungen verbessern oder abschwächen. Das ist auch recht praktisch, weil dann wird das Rating natürlich wieder besser. Und jetzt schauen wir mal, ob das alles hier klappt. Ich bin sehr gespannt. Müsste jetzt hier dann... Genau, perfekt. So, dann werden wir uns um unser Warzenmittel hinten kümmern, dass das mal rentabel wird. Oder rentabler, besser gesagt. Und hier haben wir jetzt unser schönes... Sorbain, also ein Mittel gegen Sodbrennen. Oder sowas in die Richtung. Wenn ich irgendwas falsch übersetze, dürft ihr mich gerne korrigieren, wenn sich jemand da besser auskennt als ich. Und da gibt es bestimmt einige davon, weil ich mich bei Medizin null auskenne. So, 117 machen wir schon plus. Wunderbar. Gut, der Removes Warts muss noch weg. Der macht eh nur noch 4 Profit, das heißt, das bringt uns überhaupt nichts mehr. Removes Warts, das ist der hier. Den müssten wir auf 13 bis 17 bringen. Ja, der Marktanteil ist auch ziemlich unten, deswegen kauft es natürlich keiner mehr. Die Nachfrage. Auf 13 bis 15 dann noch Ionizer jagen. Wir müssten uns mal, glaube ich, einen zweiten leisten und hier weitermachen. Wie sieht es denn gerade aus? Ja, komm, also sind wir schon gut dabei, nur ich weiß nicht, ob es für Master reicht, aber ehrlich gesagt spiele ich das für den Spaß und nicht um alles auf Master zu schaffen. Das ist nicht mein Ziel. Researchen sollte ich auch mal wieder, vergesse ich auch. Oh, mache ich. Okay, ich sag nichts. Ingredients können wir auch verbessern. Die werden dann günstiger in der Anschaffung und das mache ich meistens mit den teuersten Sachen. Zuerst mal. Damit, na gut, das war jetzt irgendwie Schwachsinn, aber passt schon. Gut. Okay. Dich müssen wir auf 13 bis 15 bringen und wir kriegen dich mit 10. Heißt einmal Agglomerator. Also haben wir hier schon quasi. Genau, perfekt. Und dann durch einen Ionisierer jagen. Heißt, das kommt mal weg. Das parken wir mal hier zwischen. Ionizer. Gut. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier brauchen. Ah, guck mal, wir müssen nach unten und zwar in den Bereich, wo fängt das an? Bei 5, heißt wir müssen auf 4 runter mindestens. 4 ist die maximale Stärke, die wir haben dürfen. Ja, wenn wir von 10 einfach auf... Naja, zweimal den runter, auf 6 runter, dann sind wir bei 4. Ich bin nicht gut in Mathe, tut mir leid. So, das mal hier. Dann können wir den hier noch bauen und dann können wir wieder zurück hier. Und dann können wir, was wir alles können. So, gut, das dürfte passen.
wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Außer ich habe wieder irgendwas komplett falsch gemacht, das kann auch sein. Nein, passt, wunderbar. Haben wir ein Verhütungsmittel und das Ding können wir dann vom Markt nehmen. Macht eh keinen Profit mehr, insofern macht es wenig Sinn, das am Markt zu lassen. Weg damit. So, B, C und C+, das ist super. Du hast relativ gute Medikamente. Normalerweise sehe ich die immer ein bisschen schlechter bei der Sache. So, Verhütungsmittel ist auch aktiv. Und darf verkauft werden. Dann schauen wir mal, was wir an Profit rauskriegen. Das sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz gut aus. Wir müssen natürlich auch bedenken, wir haben Forscher und Entdecker, die wir finanzieren müssen. Heißt, unsere Bilanz wäre eigentlich höher. Theoretisch. Ich würde jetzt trotzdem... Ja, das bringt irgendwie nicht so viel. Das bringt halt leider mehr. Erstmal müssen wir das erforschen, dann geht es Richtung Advanced Processing. Aber wir werden jetzt mal Folgendes... Will ich die überhaupt schon analysieren? Weil ich meine, wir machen ja gerade Gewinn. So, was hat der gerade auf den Markt gebracht? Nichts wirklich Sinnvolles. Wir haben jetzt nur noch blaue Medikamente. Wir können aber, glaube ich, auch... Na doch, wir können... Ja, mit Katalysatoren geht es halt hier nur weiter. Oder mit Autoklaven, also... Da braucht man entweder... Also da braucht man entweder fortgeschrittenere Maschinen oder irgendwelche Katalysatoren. Oder beides, wie in dem Fall. Und das lohnt sich gerade noch nicht, weil wir das alles noch nicht haben. Gut, sieht doch eigentlich ganz nett aus. Also Standard sollten wir auf jeden Fall schaffen. Das ist jetzt nicht weiter das Problem eigentlich. Es dauert halt nur ein bisschen. Unsere Forscher, Entdecker sind hier auf Tour, ne? Genau. Das ist super. Es hat sich ja auch, wurde auch balanciert. Früher, glaube ich, hatte man hier noch wesentlich mehr Forscher gebraucht für die späteren Stufen. Ich glaube, da hat man hier schon 5 gebraucht, was natürlich ein bisschen teuer ist. Es hat sich, es wird halt alles immer noch ein bisschen nachbalanciert hier, ist ja klar. Ist ja noch eine Alpha. Gut, 10.000 haben wir schon wieder. Ja, ist gut. Wie sieht es mit den Loans aus? Können wir nicht repayen, weil wir nicht genügend Geld haben. Das müssen wir natürlich auch noch abzahlen, also das geht auch noch weg von unseren täglichen Einnahmen. Gibt es irgendwas, was sich nicht lohnt momentan? Ja, das Verhütungsmittel ist schon fast grenzwertig. Also es lohnt sich, aber könnte besser sein, ne? Weil ich kann es auch nicht upgraden gerade, oder? Nein, weil ich einen Katalysator bräuchte, den ich nicht habe. Katalysatoren wären dann Effekte, die hier dabei stehen. Da muss man dann so ein bisschen rummixen und dann kann man das... Da kann man dann Katalysator in das Medikament bringen, was jetzt halt gerade nicht funktioniert, weil wir keinen haben. Steht aber auch da, was er vorstellt, glaube ich. Skin Medication ist hier drin. Und da ist ein Katalysator zum Beispiel dabei. Und hier ist so ein Katalysator dabei. Es gibt verschiedene Arten von Katalysatoren. Ich glaube 3 verschiedene oder so. Und da muss man halt dann schauen. Gut, jetzt lassen wir das Ganze mal laufen so ein bisschen. Wir könnten auch so eine Linie noch doppelt aufbauen. Das würde auch gehen. Ist weiter eigentlich kein Problem. Was macht denn am meisten Gewinn gerade? Stomach Ulcers, also Magenschmerzen wahrscheinlich. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gut, dann machen wir erstmal den Creamer und dann kaufen wir uns noch einen Forscher und gehen hier oben weiter. Aha, Sooth Thrash, was auch immer das heißt. Moment. Was heißt Rash? Come on, Google Translate App. Beruhigt Hautausschlag heißt das. Okay. Verursacht aber Verstopfung. Gut zu wissen. Ist auch eine tolle Kombination. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir die vielleicht gleich upgraden können. Das ist jetzt wo gelandet? Bin ich gerade blind? Sooth Thrash, habe ich das jetzt übersehen bei Cures? Ach, da unten. Hat sich nur noch nicht aktualisiert. Ja, da brauchen wir auch schon einen Katalysator. Schwierig. Also, dass wir halt schon mächtig hier mit den Werten, sieht man ja unten, für über 600 geht das weg. Wenn man die Produktionskosten wegrechnet, dann ein bisschen weniger, das ist klar. Aber das wäre halt schon günstiges Medikament im Vergleich. Aber wir haben halt keinen Katalysator. Das ist gerade unser Problem. Heißt, hier werden wir mal weiter forschen, dann kriegen wir zumindest mal so einen und können ein, zwei Medikamente upgraden. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Können wir mit dem Geld verdienen, mit dem hier? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, wir müssten es definitiv upgraden. Es wäre sogar recht wertvoll. Müssen wir mal warten, bis wir einen Katalysator haben, weil dann können wir einerseits das upgraden zu einem recht wertvollen Anti-Seizure oder Anti-Anfallmittel, glaube ich. Ja, Seizure. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Seizure, Seizure. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich beschwere mich ständig über Aussprache irgendwie. Gut. Wir haben lauter nebenwirkungsfreie Medikamente. Heißt, unser Creamer bringt uns momentan herzlich wenig. Das ist aber auch kein so großes Problem eigentlich. Gut, dann geht's hier weiter. Ja, also da kommen wir gut hin. Ob wir Master schaffen, weiß ich jetzt nicht. Expert könnte noch funktionieren. Gut, dann müssen wir eigentlich mehr oder weniger warten. Sind ja eh schon mal 30%, geht ja ganz schnell eigentlich. Gibt's irgendwas, was hier... Verdammt, schon wieder falscher Teil. Ja, das hat sich jetzt verbessert, dieses Isis Migraine. Das war doch vorher noch niedriger, oder? Das mag irgendwie nicht so, das Female, also das Verhütungsmittel. Es ist irgendwie, ja, geht, würde ich sagen. Ist aber immerhin schon auf C+. Das Isis Migraine scheint nicht mehr zu steigen. Es heißt, vermutlich ist es nicht auf optimaler Konzentration. Wo produzieren wir denn das? Da schon mal nicht. Da auch nicht. Dann ist es, glaube ich, hier, oder? Ja, das kann sein. Da brauche ich. Aber dann müsste ja die Nausea weg. Ich habe schon wieder vergessen, was das heißt. Ich glaube, Übelkeit. Ja, Übelkeit, genau. Da müsste die weg, aber die können wir nicht removen. Heißt entweder, wenn wir es jetzt wirksamer machen, dann bringen wir eine Nebenwirkung rein. Was im Endeffekt auch nicht das Wahre ist, oder? Ist schwierig. Es sind eben so Fragen, die man sich dann stellen muss. Und schauen muss, dass man da irgendwie klarkommt. Ich glaube, ich kann meinen Kredit zurückzahlen, oder? Genau, kann ich eigentlich machen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Geld rein und ich meine, wir können eigentlich relativ schnell Geld für neue Produktionslinien zusammensparen. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder 17.000. Insofern passt das schon. Gut, läuft alles recht gut eigentlich. Müssen dann nur schauen, dass wir halt das alles hinkriegen mit der Produktionslinie mit der neuen. Also, beziehungsweise wir müssen ja erstmal ein... Na, wobei, ich würde sagen, wir bauen erstmal eine neue Produktionslinie mit dem... Ach, falsches Menü schon wieder. Mit dem hier auf, dass wir da das Akne-Mittel hinkriegen. Und dann ändern wir die ab, die Migraine-Reihe, dass wir das hier zu dem Anti-Anfall-Mittel hier umwandeln können. Das ist doch mal ein Plan, oder? Ich kaufe mir jetzt gleich mal hier so ein Plätzchen. Ein Plätzchen, mein Gott, mein Deutsch ist heute echt wieder Premium-Deutsch. Gibt's jetzt bei Aldi. Aber nur in Bayern, sonst gibt's kein Premium-Deutsch. Gut. So, läuft doch alles super. Ah, perfekt. Unser Katalysator ist da. Okay, ist eine Nebenwirkung, ist unpraktisch. Wäre besser, wenn er hier gewesen wäre, aber nein. Man kann ja nicht alles haben. Gut, was kann denn der? Antidepressiva erstmal. Ach, guck mal, den können wir gleich. Könnten wir einfach auf 7 auf 11 und 11 hochbringen und upgraden. Also das könnte man doppelt verwenden, das Teil. Jetzt ist die Frage, wir brauchen diese beiden. Das heißt, wenn wir die zusammen kopieren, wird es ein Problem geben. Das zeige ich euch. Na, nicht mal. Nicht mal, nicht mal, nicht mal. Das wäre perfekt. Moment, ich zeige euch gleich warum. Einmal das Teil, einmal das. Okay. Schauen wir mal, ob wir es hier hinkriegen, die Reihe. Das ist nämlich alles ein bisschen größer jetzt. Und hier das. Dann werden wir das Zeug mal multimixen. Blup. Und zwar, wie machen wir das? Gehen wir mal hier... Naja, das ist ein bisschen arg knapp. Hier können wir hingehen. Dann kann ich das so machen, das so... Und dann werden wir schauen. Denn folgendes passiert jetzt. Die gehen hier rein, die Teile. Das braucht zwei Produktionsschritte hier. Deswegen sollte man das, wenn irgendwie Platz da ist, parallel aufbauen. Das ist... So, das ist die Basis. Müsste stimmen. Nein. Dann müssen wir das umdrehen. So, jetzt wird das nämlich zusammenkopiert. Und jetzt haben wir unser Surface Rash-Mittel hier drin. Also ich schon wieder vergessen habe, was das heißt.
ich glaube Ausschlag oder Hautausschlag und den Katalysator. Um was wir jetzt machen müssen im Endeffekt ist, erstmal das wegkriegen, dass das hier nicht rumeiert. Das auf 10 bis 12 hochbringen und durch einen Evaporator jagen. Moment. Okay, um 3 nach oben, Agglomerator. So, stellen wir die mal hier hin. Man kann Förderbänder auch kreuzen, aber das sorgt für eine Verzögerung, weswegen ich das ungern mache. Dann müsste es doch einen Evaporator, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe jetzt. Ach, das ist wieder so blöd hier. Also teilweise muss man da echt ein bisschen Tetris spielen, was das angeht. So, jetzt sollten wir es upgraden können, genau. Nach man prevents Akne-Mittel mit viel zu vielen Nebenwirkungen. Holy shit. Sollte man besser mit einem Ding dann machen. Mit einem Creamer. Ja, das ist ungünstig eigentlich, so viele Nebenwirkungen. Aber wir können es gerade nicht ändern. Ich mach's jetzt. Ich nehme das jetzt mal auf den Markt und nehme einen Creamer dafür. Wobei ich mir gerade überlege, ob ich es nicht doppelt aufbauen soll. Können wir das hier irgendwie sofort doppelt aufbauen? Jetzt wartet mal. Geht das irgendwie, dass ich das hier doppelt hinkriege? Ja, ist schwierig, ne? Es ist halt immer ein bisschen doof, dass das nicht so richtig funktioniert, wie man das immer gern hätte. Ich könnte es jetzt hier kreuzen, das wäre recht einfach, aber... Dann haben wir wieder andere Probleme. Kann ich das jetzt hier irgendwie hinkriegen, dass das funktioniert? Ja, so wenig Simba bringt mich das recht wenig weiter. Ich könnte es so hinbauen, aber dann bringt es mir auch nichts. Ja, das wird gehen, aber dann kreuze ich wieder was. Ja, das geht auch nicht, weil ich hier unten ja keinen Platz habe. Gut, das ist ungünstig. Bin mich gerade am Fragen, ob das irgendwie funktionieren kann. Ich baue mal das nochmal kurz ab. Ich weiß, das ist jetzt echt Geldverschwendung, aber wir müssen halt schauen, wie wir klarkommen hier. So, ich stelle mal das kurz auf die Seite hier. Können wir das jetzt irgendwie so machen, dass das funktioniert? Ja, können wir. Denn ich kann jetzt einfach sagen... Du gehst jetzt da oben hin und kommst... Ach, verdammt. Scheiße. Geht ja wieder nicht. Eigentlich hasse sowas. Naja. Können wir das noch irgendwie anders machen? Das müsste hier rauskommen. Ja doch, das geht auch. Dann bauen wir dich hier rum. Und dich hier ran. Na? Und dann können wir das verbinden. Genau. Ja, jetzt wird es zwar ein bisschen eng hier hinten mit den Teilen, aber es geht schon. Dann müssen wir hier schauen, dass wir den Agglomerator unterbringen. Der dann dafür sorgt, dass du ungünstigerweise hier drüben rausgehst. Aber da können wir rum. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber dann haben wir hier keinen Platz mehr, ne? Alles etwas ungünstig gerade. Also platztechnisch ist es teilweise wirklich Tetris, also das kann man glaube ich nicht anders sagen. Kann man das irgendwie anders platzieren, dass es Sinn macht? So könnte ich es machen. Ah, da können wir hier nicht mehr durch. Ungünstig alles, ungünstig. Könnten das Ganze hier noch ein bisschen verschieben. Ach komm. So, besser. Moment. Alles ein bisschen verschieben. Ich weiß, ich verschwende extrem viel Geld. Teilweise. Das muss man teilweise aber auch. Wenn man es ein bisschen ordentlich haben will zumindest. Das ist mal das Problem.
Ich habe was vergessen, ne? Ich muss ja hier noch die... Na, Mann, ich bin so blöd. Es hat wieder nicht funktioniert. Das funktioniert ja wieder nicht richtig. Scheiße! Arg! Wie machen wir das denn? Ich verschwende hier extrem viel Geld gerade. Ich will jetzt das irgendwie noch fertig. Das ist halt echt schwierig mit den Teilen hier, ne? Das sind echt ein Krampf hier ein bisschen. Naja, das kann ich auch nicht zusammenbauen, so. Ich könnte es aber so machen, oder? Nee, dann kreuzt sich's auch irgendwo. Ah! Ich will hier keine Kreuzungen drin haben. Mein Gott, ist das so schwierig. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie können wir das denn hinkriegen jetzt? Ich habe eine Idee, ob die funktionieren wird, weiß ich. Nee, es funktioniert auch nicht. Ach, verdammte... Zark. Entschuldigung. Komischer Ton jetzt irgendwie. Wir müssen das irgendwie so hinkriegen, dass das hier zusammen rausläuft. Doch, das könnten wir hinkriegen. So. Hier rum. Ja, aber das Problem ist, ich krieg das dann oben nicht raus. Ich hasse das. Ich hasse es wirklich. Ich weiß auch gar nicht, wie soll denn... Also es geht irgendwie, dass man die so verbindet, aber ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Deswegen hätte ich jetzt vielleicht vorher machen sollen, das wäre irgendwie praktischer gewesen, ne? Hier rum? Nee, es bringt auch nichts. Müssen wir hier wieder kreuzen. Ich will keine Kreuzungen hier drin haben, aber ich will auch nicht jetzt 3 Stunden hier rumeiern. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Es wird aber irgendwie darauf hinauslaufen, fürchte ich. Wenn uns nichts anderes übrig bleibt. Das hier und hier dran. Es hilft uns auch nicht weiter. Es ist alles dumm. Jetzt mal ernsthaft. Es ist doch alles dumm. Wieso sind die komischen Teile überhaupt so blöd gebaut? Mal ehrlich jetzt. Weil man kann die schon so schön nebeneinander stellen, es bringt einem nur leider nichts, wenn man sie nicht richtig verbinden kann. Was irgendwie auch einer meiner größten Kritikpunkte an dem Spiel ist, dass es teilweise echt ein bisschen seltsam ist. Das hier ran... Nein, funktioniert auch nicht. Nee, das geht auch nicht. Das wird auch nicht funktionieren, oder? Nee, das... Es ist doch alles scheiße. Tut mir leid fürs Fluchen, aber es ist echt... Es geht irgendwie, glaube ich. Ich weiß nur nicht wie. Es hilft halt alles nichts, weil ich irgendwo immer irgendwo rum muss und damit die Ausgänge blockiere. Was dann im Endeffekt auch kein Geschwindigkeitsgewinn bedeutet, ne? Es hat das Problem. Ich muss immer irgendwo außen rum. Es geht nicht anders. Wenn ich jetzt hier das so bauen würde, muss ich ja einmal hier rum und dann einmal auf die andere Seite. Und dann blockiere ich wieder die Ausgänge. Hat einer so wirklich eine Ahnung, wie das funktioniert? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gerade nicht.
Also es, glaube ich, geht irgendwie. Ich bin mir da relativ sicher. Ich bin mir... Na, wobei, so sicher bin ich mir eigentlich gar nicht, dass es geht. Aber ich war eigentlich der Meinung, dass es geht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie. Das ist jetzt ein bisschen suboptimal irgendwie. Ich hab's heute wieder mit irgendwie, ne? Ich muss immer irgendwie außen rum. Das hilft nichts. Kann ich mich nicht gegen wehren. Wenn ich ihn so hinstelle, bringt mir das ja auch nichts. Ich kann ja schlecht hier irgendwo raus. Das geht ja nicht. Also, wenn ihr da eine Ahnung habt, ich will jetzt die Folge nicht zu lang machen. Wenn ihr da eine Ahnung habt, wie das funktioniert, sagt mir bitte Bescheid, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das geht irgendwie. Wenn es nicht geht, sagt mir bitte auch Bescheid. Dann baue ich es einfach parallel irgendwie doppelt auf. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tut mir jetzt leid, dass ich so ewig rumgeeiert habe mit dem Zeug. Man sieht sich, denke ich, übermorgen. Und bis dahin, servus.